Ach Mensch, Licht leuchtet. Hallo da draußen. Geht los. Ja, Tag zusammen. Hallöchen. Falls ihr ihn nicht erkennt, der Typ mit der unnatürlichen Bräune, der mir gegenüber sitzt. Wer warst du noch? Ich bin ja jetzt erstmal ein paar Tage wieder angelernt worden. Ja, ne? Ja, ja. Schön, dass du wieder da bist. Ja, freut mich tatsächlich auch. Und ihr habt das aber schön gemacht. Also den einen Podcast vom Krankenbett aus, ich habe gedacht, scheiße, ich hänge hier meinen Bauch in die Sonne und der Junge liegt flach. Das ist egal, das war dein gutes Unfair. Es ist, nee, es ist dein Urlaub und den hat dir hier, und das hast du ja wahrscheinlich auch in den Kommentaren gelesen, den hat dir hier jeder Zuschauer, Hörerin und so weiter gegönnt. Und das fand ich so geil, wie, das habe ich mich beim letzten Mal leider vergessen, wie nett. Nett ist die kleine Tochter von Scheiße, aber ich meine es wirklich ernst, wie nett diese Kommentare waren zu meinem Zustand, ja, und zu deinem Urlaub. Das war so genial, so großartig. Also an der Stelle nochmal. Wir haben schon hier, ne? Ja, ihr seid schon ganz cool da draußen. Ne? Ja. Genau. Und es ist trotzdem was anderes, wenn du eben hier sitzt. Ne? Das ist nun mal der Podcast von uns. Ich kann nichts dafür, ich rieche halt so streng. Ja, also ich weiß. Und Fakt ist, weil hier auch immer mal in den Kommentaren drin steht, eigentlich Motorrad-Podcast, und jetzt haben wir beim letzten Mal, also Dieter und meine Wenigkeit, dann über Kundenservice und sowas gesprochen. Naja klar, es ist ein Motorrad-Podcast, aber es geht eben auch um die Firma Luis, und deswegen gibt es immer mal so ein paar Themen, die auch unsere Firma betreffen. Hm? Ja, hat sich da jemand beschwert? Ja, total. Echt? Ja. Ja. Was das noch mit Motorrad zu tun hat, aber meine Güte, das ist dann halt. Also ich weiß nicht, so ein, wenn man anfängt mit dem Moped fahren, dann geht das doch schon los, dass du eine Beziehung zu irgendeinem Händler oder Laden oder so, und die Erlebnisse da sind ja teilweise auch ganz witzig. Am besten noch, wenn man sie auch mit dem Verkaufspersonal erteilen kann, wenn man vielleicht wirklich auch gemeinsame nette Erlebnisse hat, das ist immer richtig cool. Das gehört doch irgendwie dazu. Schön, wenn es so ist. Du triffst ja auch immer andere. Das ist es halt. Genau deswegen, weil du gerade sagst, so Erlebnisse, ihr habt in den Kommentaren zur letzten Folge, also zu der mit Dieter als Urlaubsvertretung noch für Kai, eine ganze Menge Filialen auch hier und da erwähnt. Ja, dass ihr euch da wohlfühlt, dass ihr da gerne hinfahrt, dass ihr da einen wunderbaren Kundenservice erfahrt. Oder im schlimmsten Falle auch mal nicht. Und wir wollen uns hier nichts in die Tasche lügen. Das, was Dieter und ich da besprochen haben, ist ja auch so, das ist eine Wunschvorstellung. Und dass wir die Verkäufer gut ausbilden, ja, das gelingt nicht zu 100%. Und das wäre auch irgendwie, nee, ich will nicht sagen, es ist utopisch, weil wir trotzdem dranbleiben, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Immer die Regel. Und so doof es klingen mag, gibt es auch immer mal so tagesformabhängig. Ne? Das ist keine Entschuldigung, weiß Gott nicht, aber leider die Realität. Und worauf ich hinaus möchte, ihr habt hier ein paar Filialen aber auch lobend erwähnt. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter aus den Filialen tatsächlich auch diesen Podcast hören, geschweige denn aber dann auch diese Kommentare lesen. Ich habe die feinsäuberlich alle ausgeschnitten, also einen Screenshot gemacht und habe die dann den jeweiligen Filialleitern geschickt, weil das ein großes Lob ist. Also an der Stelle stellvertretend für diese Filialen großes Danke. Fand ich richtig cool. Ja, du entwickelst richtig so eine Lobkultur. Ne? Ja, doch. Also manchmal. Ne? Ich weiß aber auch, wenn es scheiße ist. Genau. Deswegen von meiner Seite jetzt aber dennoch mal noch die ein oder andere Reaktion auf den ein oder anderen Kommentar. Zum Beispiel, Moment. Ich habe vorbereitet. Ich habe übrigens heute keinen Bock gehabt, das alles rauszuschreiben, wie ich es sonst tue. Deswegen habe ich einfach mal meinen Laptop hier hingestellt. Und da gab es natürlich dann auch wieder Wünsche in deine Richtung. Ist? Natürlich, dass du einfach deinen Urlaub noch genießt. Und da frage ich jetzt aber auch mal, kann ich nebenbei hier noch ein bisschen suchen. Wie war es denn? Also unabhängig von deiner Winnetou-Bräune, die du jetzt hast. Ne? Das Wallenhaar passt auch dazu. 3 Wochen warst du weg, ne? Das war das erste Mal seit meiner Schulzeit, dass ich mehr als 2 Wochen hatte. Ja. Wie war's? Geil. Sonne? Ja. Kannst du verraten, wo du warst? Am südwestlichen Zipfel von Gran Canaria. Mhm. Das ist, wenn du die Autobahn, die GC1, die ja einmal um die ganze Ostseite rumgeht. Okay. Wenn du die zu Ende fährst, und da hört dann eigentlich auch die Zivilisation fast auf. Da ist dann aber noch ein
kleines ehemaliges Fischerdorf. Da sind immer noch ein paar Fischer und ein Yachthafen ist da und ein Strand natürlich. Und das ist aber nicht so Touri-mäßig erschlossen wie Maspalomas oder gar Pleite Inglés. Da ist noch richtig so, ja, ne? Da wirst du auch nicht animiert oder irgend so ein Scheiß. Puerto de Mogán, Playa de Mogán ist einfach geil zur Totalentspannung. Hört sich gut. Ist aber auch nichts mit Diskotheken oder sowas, ne? Das, wer das noch braucht. So spätestens um Mitternacht hörst du in dem Städtchen nichts mehr. Was hast du, was, oder warst du mit dir ja nicht alleine? Was habt ihr da den ganzen Tag so gemacht? Ja. In der Sonne sitzen oder in der Sonne liegen und doof sein, in erster Linie. Ja. Cappuccinos in den Cafés trinken, aufs Wasser gucken. Und so das Nötigste. Baden gehen mit Sicherheit auch? Ja, dafür ist das Wasser ja da. Mhm. Und es ging sogar, im letzten Jahr war es ein paar Grad kälter, da habe ich dann gekniffen. Aber dieses Jahr ging es. Okay. Ach, hier ist er. Guck, jetzt habe ich ihn endlich nebenbei gefunden. Ach, du wolltest es nur überbrücken? Ich wollte nur überbrücken. Das hat doch wunderbar funktioniert. Ne? Hallo, ja. Ihr beiden. Danke für das tolle Video. Also das mit Dieter jetzt erstmal. Zuerst einmal gute Besserung weiterhin. Und natürlich einen sonnigen Urlaub an den Urlauber. Ach. Möge er uns die Sonne mitbringen und das passende Bikerwetter. Hättest du vielleicht vorher mal lesen sollen. Hat nicht so richtig funktioniert. Also noch nicht, möchte ich behaupten. Also seit Samstag. Es geht bergauf. Ne? Da kann ich gleich alles mitnehmen. Nee, die da. Auch wenn das jetzt vielleicht unter Umständen Neid verursacht, wie viel Grad hattest du da unten so? Es war für den Januar auch da sehr warm. Normal sind da so 22 Grad, 23. Es war die meiste Zeit immer um die 30. Auch mal über 30. Das ist dein Ding, ne? Ja. Total geil. Großartig. So. Gucken wir mal noch, was wir hier noch was finden, was ich noch kommentieren wollte. Das Schöne ist, dass es auch mittlerweile hier zu sehr gibt, wo wir uns mehr oder weniger einen Schlagabtausch liefern. Ich kommentiere deren Kommentar, die kommentieren meinen Kommentar. Das ist hier Black Forest, ne? Biker, ja, und sowas. Ich auch großartig. Mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Was mich sehr gefreut hat, ist eben zu diesem Thema Kundenservice der letzten Sendung. Wie ihr das eben auch entsprechend seht, hier kommt auch F. Mabul Khan Berlin, der dann auch seit 20 Jahren im Verkauf arbeitet und viele, viele Dinge oder viele Geschichten, die wir erzählt haben, dann auch entsprechend bestätigen kann und aber auch aus beiden Perspektiven schaut. Es muss irgendwie für beide ein geiles Geschäft sein. Wenn beide lächeln, ist es cool. Ein Kunde, ja, ist nicht so der König, die Legende. Der sich alles erlauben kann. Ja. Und der Verkäufer ist aber auch ein, ob man es glaubt oder nicht, ein Dienstleister, verdammt nochmal. Und dann muss man eben auch gucken, dass man den Kunden glücklich macht. Und das muss irgendwie in Einklang gebracht werden. Ja. Ne? Der Konfuzius sprach, na, wenn du nicht lächeln kannst, dann mache keinen Laden auf. Genau so ist das. Ja? Und das schaffen einige tatsächlich nicht und wundern sich dann, dass nichts wird. Ja. Okay, nö, das ist dann auch, also wirklich geile Kommentare zur letzten Sendung, was auch tatsächlich ein großes Lob an unseren Dieter ist und war. Das hat er mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Und dann sind wir beide jetzt eben wieder am Start und da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, wir haben heute das sagenumwobene Thema 50er, 80er, also nicht 50er und 80er Jahre, sondern Kleinkrafträder, Mukiks, 80er, Mofa. Weil da gibt es ja seit Jahren schon, hat sich da so eine Horde gebildet irgendwie, die Dinger, die praktisch wieder ihre Kleinkraftrad von früher sich zurückkaufen, zum Teil für horrende Summen. Ja. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber gut, und ich würde auch nicht den doppelten Neupreis oder sowas für sowas zahlen. Aber so langsam juckt, muss ich sagen, juckt es mich auch. Und gerade jetzt, wo ich so ein bisschen wieder drüber nachgedacht habe, was damals alles so war und wie das war, das war schon cool. Dann sind wir ja aber beide in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen. Bei dir gab es ja was ganz anderes als hier im Westen. Ja. Und an dieser Stelle, ich habe gar nicht so viel Erfahrung damit. Da komme ich dann auch gleich zu und vielleicht könnt ihr euch da draußen und du auch so an die erste Sendung erinnern, die wir hier mal aufgenommen haben. Da ging es dann auch um die Linke zum Gruß, falls du dich erinnern kannst. Jetzt habe ich gerade die rechte hochgehalten, ich weiß. Und da habe ich damals gesagt, mein Gedächtnis ist
echt noch einigermaßen gut, dass ich mich damals auch beim Grüßen oftmals geärgert habe, wenn ich jemand Falsches gegrüßt habe, nämlich Fahrzeuge in einer viel zu kleinen Kubikklasse, seien das auch oder so. Ja. Ne? Mittlerweile, hey, Gott sei Dank, dass wir uns hier auch oftmals, glaube ich, ein bisschen menschlich weiterbringen. Riesenblödsinn. Und als es jetzt um dieses Thema 50er und 80er ging, habe ich eben für mich festgestellt, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von, werde dir, glaube ich, jetzt eine ganze Menge Fragen stellen und habe aber mittlerweile eine ganz andere Einstellung zu diesen Fahrzeugen. Hm. Wenn ich früher oder bis vor ein paar Jahren noch gesagt habe, braucht kein Mensch, weil ich hatte das Privileg, in Anführungszeichen, mit dem großen Motorradführerschein, sage ich mal, in das Motorradleben zu starten. Ich habe mich nicht hochgeschlafen, sozusagen. Hm. Hatte also nie den Kult dazu, den Kultbezug dazu. Ich habe nie an diesen Dingern irgendwie schrauben können, dürfen, müssen. Und sie waren mir immer suspekt. Mittlerweile sehe ich es ein kleines bisschen anders. Ich merke, wie du gerade sagst, der Kult kommt zurück bei vielen Leuten, die sich vielleicht auch in ihrer Jugend zurückversetzt sehen damit. Und es entschleunigt ja auch. Das kommt ja auch noch dazu. Vielleicht ist es auch bei dem anderen. Obwohl es ja früher genau das Gegenteil war. Richtig, vom Fahrrad endlich mal, also zumindest in einem Kleinkraftrad oder 80er hattest. Oder man hat ja dafür gesorgt, dass selbst die Mofas schnell waren. Ja, und ich habe jetzt gerade live sozusagen mit meinem Sohn, der nämlich gerade darüber nachdenkt, den Führerschein zu machen. Und da ist ein Roller im Kopf so ein bisschen. Ne? Ist. Gleichzeitig aber auch war schon Scherz. Ein Mofa war dann eben auch schon irgendwie so angedacht. Dann ist er auch gleich bei 125er und will eine Supermoto. Also springt sowieso in den Synapsenfasching und so weiter. Ja, lass ihn noch ein bisschen zappeln. Genau, aber da ist das Thema jetzt plötzlich wieder auf dem Tisch. Auch bei mir. Und genau, du hast gesagt, wir sind in zwei verschiedenen Ländern aufgewachsen. Wir hatten ja nichts. Ne? Ja. Was wir aber hatten, war tatsächlich irgendwie diese Firma Simson. Und es heißt nicht Simson oder sowas, es heißt Simson. Und mit dieser Vogelserie zum Beispiel, ne, die sind dann etwas älter. Ist Schwalbe eine, und Spatz. Schwalbe, und so Spatz. Es gibt Star und Sperling, das gab es alles. Ja, und dann gab es ja ganz berühmt, naja, die S51 oder so. Und das Ding sehe ich hier in Hamburg fahren. Das sehe ich in München fahren. Das Ding ist irgendwie überall präsent. Ne? Aber das ist auch eine von denen, die noch 60 fahren dürfen. Ja, ne? Das ist, glaube ich, auch mit der Hauptgrund. Weil genau, das macht es natürlich aus. Aber diese klassischen Mofas, auch dieses Wort muss ich erstmal irgendwie kennenlernen, zünd ab. Diese Form, dieses zu tiefe, kleine Fahrrad. Und da komme ich jetzt auch gleich auf meine erste Frage. Die haben ja dann auch teilweise Pedale gehabt. Ja, Mofa, Moped. Mussten Pedale haben. Und nochmal, ich habe mich mit dem Zeug ohne Scheiß nie beschäftigt, weil es mich nicht interessiert. Sind die zum Starten, zum Anlassen? Ja, wenn du damit wie mit dem Fahrrad fahren wolltest, vergiss es. Also so ein oder andere Mofa habe ich mal gesehen da. Aber auch war auch eine Quälerei. Und mit den normalen, nein. Also die sind, um das Ding anzulassen. Es sind halt Pedale gesetzlich vorgeschrieben. Echt? Ist ja ein damit du die Füße Mofa motorisiertes Fahrrad. Okay, ja, gibt Sinn. Und Mo-Kick, Kickstarter, Fußrast. Mhm. Moped, Pedale. Verstehst? Was für eine Aufklärungsarbeit gerade. Ja. Meine Fresse. Ja, geil. Ja. Ja. Und Zünderb. Der Name kommt von Zünder- und Apparatebau München, glaube ich, oder was war das? Und die haben ja auch Wehrmachtsgespann mal gebaut. Sieht eigentlich aus wie eine BMW-Boxer, ja, so ähnlich. Ich, oder? Ja, genau. Ja, und ich bin ja mit Muttermilchmäßig mit Zünder losgefahren. Und deswegen war ich da auch, da hatte ich echt Scheuklappen auf. Die ganzen anderen hier, Hercules, Puch, KTM und so. Kreidler gab es auch noch, richtig? Ja, Kreidler, Maiko. Mhm. Das kam alles für mich gar nicht in Frage. Ich bin dann Zünder. Und warum war das so? Oder was hat den Kult an dieser Marke ausgemacht? Weißt gut, du? Das war mit anderen auch so. Mit den Sachsmotoren konntest du das auch zum Teil machen. Du konntest die unglaublich gut tunen. Also unter einem Mofa konntest du auch Kleinkraftradmäßiges drunter hängen. Ne? Du musstest nur natürlich irgendwie mit den Pedalen das belassen. Mhm. Da musstest du ein bisschen tricksen. Und meine erste Mofa, die ich dann mit 15 tatsächlich auch auf der Straße fahren durfte,
Das war eine ZD20. Die hatte eine Dreigang-Handschaltung, ja, für 25 km/h. Das ist der größte Schwachsinn, den man sich vorstellen kann. Aber es macht wieder Sinn, wenn man natürlich Vergaser, Zylinder, Kolben und Auspuff mal anders dimensioniert. Dann machen die drei Gänge Sinn. Ja, okay. Ja, und die habe ich auch gebraucht. Weil das Ding dann wie viel lief? Nach dem Opel Ascona Tacho 103. Wir reden von ursprünglich 25, ja, mal das Vierfache sozusagen. Ja, aber es waren ja alles die gleichen Grundgehäuse, ja, klar. Hast du nicht. Und ja. Und die Pedale konnten noch durchdrehen, die hatten noch Platz. Ups. Ja, die hast du eh nur zum Anlass genommen. Klar. Und dann hinterher hast du die Füße draufgepackt oder hast sie in die Mitte gepackt. Dann hast du ja so zwei Aludeckel gehabt. Ja. Ja, mit der bin ich auch tatsächlich nicht erwischt worden. Mit meinem Muckig, ja. Da, aber der war nett. Die Ordnungskraft? Oder wie ja, der Kontaktbereichsbeamte oder nein, der war von, hat er noch, nee, stand drunter unter dem, schrieb, was er mir da, Verkehrsstaffel Ost, und da haben sie wohl so ein paar Spezialisten gehabt, die auf Mopeds geschult waren und die genau wussten, die also mehr konnten als nur Ritzelzähne zählen und Kettenradzähne. Der hat mich komplett entlarvt und sagte aber, haben Sie das selbst gemacht? Ja. Reife Ingenieursleistung. Wie alt warst du denn? 16. Und er hat mich dann auch nur zum Vorführen geschickt. Also ich musste dann rückbauen? Oder? Ja klar, also konnte ich dann. Ja, klar. Nee, alles wieder in Originalzustand und in quälender Langsamkeit von irgendwie knapp über 40 dann dahin. Vorgeführt, zurück, wieder umgebaut. Wieder umgebaut, alles klar, verstanden. Ja. Krass, wirklich krass. Und das war auch eine Zündapp, oder? Ja, klar, ja. GTS 50. Okay. Also nochmal, da bin ich die raus. Schon mit dem großen Zylinder. Okay. Und wenn du jetzt davon sprichst, dass es dann Möglichkeiten gab, ja, da eben Veränderungen vorzunehmen, da gab es einen Zubehörmarkt, oder wie sah das aus? Oder ist das alles Eigenentwicklung und Eigenbau gewesen? Nee, du hast einfach immer von den größeren Motoren die Sachen genommen. Also weil es die auch in verschiedenen Kubikklassen dann entsprechend gab? Nee, 50 reichte ja eigentlich. Mhm. Ein Kumpel von mir hatte, glaube ich, einen 100er-Satz irgendwann mal drauf. Es gab auch mal eine KS100. Mhm. Das hat er auch irgendwie hingekriegt. Also der Zylinder sah aber komisch aus. Das war irgendwie so ein Flügelmotor oder so nannte sich der. Nee, du hast einfach die Sachen vom Kleinkraftrad. Oder wenn du mal irgendwo auf dem Flohmarkt oder was weiß ich, in irgendeiner Kiste, oh, der Auto. Ne? Mhm. Na, dann hast du den mal ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, was für Größen ich drauf hatte, aber das weiß ich noch, bei meiner Mofa war das ein bisschen blöd. Da war serienmäßig, glaube ich, ein 10er oder ein 12er Bing-Vergaser drauf. Und ich hatte einen deutlich größeren, aber ich wusste gar nicht so ganz genau, wo der vorher dran war, habe ich irgendwie geschenkt bekommen. Ich dachte, der ist größer, dann muss gehen. Ja. Dann weiß ich noch, habe ich, weil das natürlich mit dem Ansaugstoß und alles, das passte alles nicht. Und Taschengeld ist auch begrenzt, du kannst ja nicht andere neue Teile kaufen. Aber mal zum Ausprobieren habe ich dann Ledergürtel genommen und abgeschnitten und daraus einen Adapter, also praktisch den so ein Reduziertüllüt. Das bringt natürlich nicht so viel, weil der Ansaugstoß bleibt dann der Schwachpunkt, ne? Also dieser kleine Durchlass. Und das Ding ist fast nicht angesprungen, ist auch andauernd wieder ausgegangen. Aber wenn sie lief, dann, oh. Das war so mit das Erste, was ich gemacht habe. Und nachher habe ich dann natürlich auch alles, was vom Kleinkraftrad montierbar war, da dran. Und vorwärts. Und dann lief die da anständig. Okay. Ja, jetzt betone ich nochmal, meine Erfahrung gibt es einfach nicht an dieser Stelle. Ja. Und ich glaube, mein erster Kontakt, außer dass natürlich die ganzen Simson omnipräsent waren, ne? Neben den MZ, ja, oder sowas, die es logischerweise da auf im Straßenbild gab. Ich weiß noch, meine beste Freundin, ich bezeichne sie heute noch so, mit der ich auf der Schule war, feierte ihren, ich weiß nicht, 14. oder 16. Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Nee, Quatsch, Blödsinn, 16, alles klar. Hm. Und in Vorbereitung dessen, auf diesen Geburtstag, mussten wir irgendwie so zum Großmarkt fahren und da mal richtig schön so Sachen einkaufen, die man dann am Abend so trinken kann, alkoholisch. Hm. Ich dachte, ihr hattet nichts.
wir hatten dann was. Und ich glaube, das war schon nach der Wende, definitiv, ja, war es auch. Und sie hatte eben so eine S51. Mhm. Und das heißt, sie holte mich dann von zu Hause ab, sie einen großen Rucksack, ich einen großen Rucksack und dann fuhren wir zum Einkaufen, mhm, um das Ding einmal voll zu machen oder die beiden Rucksäcke. Und ich weiß noch, wie unwohl ich mich da hinten drauf gefühlt habe. Erstens mal ging mir der Sound auf den Sack, das kann ich einfach nur so sagen, diese Zwiebacksäge. Das ist wirklich was, das verbinde ich leider negativ mit diesen Mofas, Mokicks, wie sie sich auch immer nennen. Da komme ich nicht mit ganz klar, ist aber egal. Und dann haben wir diese Rucksäcke vollgepackt und sind mit vollen Rucksäcken dann auch wieder zurückgefahren, wo ich dann merkte, das wird auch ein bisschen zäh. Also das Ding muss zwei Jugendliche tragen, mhm, inklusive Gewicht. Fühlte ich mich nicht wohl drauf, aber ich fuhr eben auch nie selbst. Das war aber so der erste Kontakt, da war ich 16, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also lange her. Und auch spät in meinem Leben, so rum. Ne? Du hast deutlich früher angefangen. Ja. Also heute würde ich mir wünschen, mit dem Wissen von heute, was die Dinger, also jetzt mal wirklich von diesen DDR-Mopeds gesprochen, auch gerne von MZ, was sie für einen Kult genießen, was da abgeht und was, wenn man mal so bei eBay Kleinanzeigen und Mobile und sowas da durchguckt. Und das da schlage es mir den Ohren. Richtig, das gilt für Zündapp und sowas ganz genau so. Ja. Was geht da ab? Da hätte man irgendwo damals vielleicht für wenig Geld eine Scheune mieten müssen, hätte da Fahrzeuge reinpacken müssen und heute könntest du die vergoldet da mehr oder weniger rauskarren. Das ist heftig. Und was früher auch irgendwie nochmal war, in jedem Stadtteil, in jedem Dorf oder so, ich meine, es haben ja viele, es waren ja auch die geburtenstarken Jahrgänge so, wo ich auch dabei war. Es haben unglaublich viele diese Mofas, Mokiks, Kleinkraftrad gefahren. Kleinkraftrad hatte so eine Sonderstellung, weil die so teuer in der Versicherung waren. Okay. Dass eben viele sich einen Mokik geholt haben und dann halt entsprechend umgerüstet haben. Was natürlich der helle Wahnsinn eigentlich ist. Das ist Versicherungsbetrug, das ist fahren auch nur Betriebserlaubnis, bla 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 bla. Aber das war uns mal alle Strom egal. Ja, natürlich, keine Frage. Und bei Zunder war es ja auch so, dass die Bremsen auch immer doch für auch Größeres ausgelegt waren. Also konnte man das ein bisschen beruhigt dann auch entsprechend umbauen. Ja, ich hatte ja zum Schluss, also mit meinem Mokik wurde ich ja abgeschossen. Mhm. Das war hinüber und dann habe ich mir vom Schmerzensgeld noch für 5 Monate oder so war das dann noch, oder 4, noch eine KS80 geholt. Weil da, bin ich Chef im Ring, weißt du. Und ich, also motormäßig war das Ding richtig geil. Und das war auch noch eine der allerersten, die ausgeliefert worden sind. Und da musste ich nichts tun. Also die lief deutlich mehr als 80. Okay. Aber der Sound hat mich doch ein bisschen leider enttäuscht, weil der hat so ein bisschen was in Richtung MZ gehabt. Okay. Mit diesem Run, ten, 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 ten. Ja, genau. Ja. Das hatten die 50er nicht in der Form. Und der Auspuff war auch eine Nummer zu groß geraten und. Also, es sah nicht gut aus. Der war einfach ein Ticken zu lang und zu. Das war einfach nur ein Rohr, was dicker und wieder dünner wurde. Hatte so, weiß ich auch nicht, das war nichts designmäßig Attraktives. Und dann kamen auch die Japaner, richtig. Ne? Also vorher hatten wir auch, also in meiner Gang waren viele Yamahas vorher schon, so DT50 und RD50M und sowas, die ich alle heiß gemacht habe. Ne? So in Hamburg, ich glaube, den gibt es noch, ein Yamaha-Händler Shimada. Bei dem konntest du alle Leckereien für die Motoren kaufen. Ne? Noguchi-Auspuffe, Kautz-Auspuffe, Kubiksätze und. Und da konnte man das echt auf die Spitze treiben. Und Buddy, der hatte eine DT50 und der wollte alles. Ne? Und Mutti hat auch immer schön Taschengeld rausgehauen. Mhm. Mach mal, Toddy. Und die Karre hatte irgendwie nachher, glaube ich, 13 PS. Mokig. Und fuhr aber unter 7.500 Touren gar nicht mehr los. Das war ein Gekreische. Also nur hochdrehend dann tatsächlich. Ja. Leistung nur über Drehzahl. Wie gesagt, anfahren unter 7.500 nicht möglich. Das war was für die Nachbarn, oder? Ja. Aber der Motor ist ihm auch ein paar Mal um die Ohren geflogen. Und hat er auch wieder ein bisschen zurückgerüstet. Ja, und dann aber irgendwann
war das 81? Ja, muss es ja gewesen sein, kam Yamaha mit der RD80 raus. Und die hat Maywald sich geholt. Und habe ich noch erst drüber gelächelt, und als sie dann bei ihm vor der Tür stand, ich meine Zündapp-Kreis 80 daneben stellte und meine Zündapp sah aus wie ein Moped plötzlich, weil die Yamaha viel größer war, viel wachsender. Das war ein richtiges Motorrad, obwohl es auch eine 80er war. Ja. Und die kostete nicht, ich glaube, die Zündapp hat 4,2 oder 4,3 gekostet. Mhm. D-Mark noch natürlich. Ja, ja, klar. Und die Yamaha, glaube ich, 2,8 oder sowas. Und ich denke so, scheiße. aber leistungsmäßig konnte ich nicht mithalten. Also da habe ich also weder Beschleunigung noch Geschwindigkeit. Aber die hatte so eine kleine Lampenmaske. Mhm. Blau-weiß war das Moped, wie die RD-Modelle. Auch die größeren, die LCs und so. Und die hatte aber so eine kleine Lampenmaske, und die irgendwie hat die das Ding zerstört. Und dann konnte ich ihn überreden, der schraubt die mal ab, und das sah viel geiler aus. Ist gleich weggewandert. Trotzdem hatte ich immer so ein bisschen so, die sieht viel größer. Mehr nach Motorrad halt schon. Ne? Ja. Okay. Ja. Und okay. Dann kam irgendwann, gut, da war ich dann aber auch schon, glaube ich, 18. Und zu der Zeit sind ja die ganzen deutschen Hersteller auch den Bach runtergegangen. Kam Honda, die hatten es vorher mit MT5 zum Beispiel und MB5 versucht. Die waren auch zu schlapp, die Karren. Die sahen auch noch scheiße aus. Aber dann kamen sie mit der MBX80 und MTX80. Und die Dinger waren geil. Also, okay. Also wäre ich, ne, 2 Jahre später dran gewesen oder so, hätte ich mir wahrscheinlich MBX80 oder sowas geholt. Und die ging gut. Aber wenn du jetzt sagst, hier, die Zündapp 4500 D-Mark damals. 4,3, glaube ich. Oder so. Ja, viel Geld. Also. Ja, ja. Deutsche Wertarbeit. Ja, ja. Aber da waren, das war auch wirklich, also von der Qualität her, gab es da nicht viel zu meckern. Mhm. Ja? Außer diese VDO-Instrumente, die früher an allen 50ern, also an allen Deutschen und Österreichern, glaube ich, dran waren. VDO-Wasseruhren wurden die genannt. Mhm. Die sahen scheiße aus. Ja. Aber vor allem, die haben dir irgendwas angezeigt. Ne? Also die hatten einen Vorlauf von teilweise 15%, die daraus. das war wieder bei Yamaha sehr geil. Die waren total überdämpft, die Uhren. Ne? Also wenn du mal eine Ampel schnell anhalten musstest, dann konntest du noch zugucken, wie der Tag oder so, du stehst schon längst und der ist und so. Dafür waren die aber sehr genau. Okay. Also wenn da der Tacho 50 gesagt hat, dann waren das auch ziemlich genau 50. Wenn du bei irgendeinem VDO-Tacho 70, dann waren das vielleicht, weiß ich nicht, 55 oder? Okay. Und was mich auch an den ganzen Deutschen oder an vielen, viele hatten diese ULO-Batterien, die nur für die Blinkanlage eigentlich großartig zuständig waren. Und diese ULO-Blinker, die waren so schlapp, also die konntest du fast so Popf kaputt schnippen. Mhm. Also wenn nur einmal umgekippt war, kannst du sicher sein, beide Blinker auf der Seite sind Fritte. Das war aber den Japanern auch besser. Das waren richtige Eisengehäuse und so, da ist vielleicht mal ein Glas gesprungen oder so. Aber die ULO-Blinker, die waren immer gleich. Da wollte ich mich jetzt auch gerade fragen. Jetzt hast du ja darüber gesprochen, dass die Zündapp zum Beispiel, die wurden aufgemotzt. Da ging es dann darum, mehr Geschwindigkeit rauszuholen. Ja, und so klar, weiter wer und will so denn mit 40 Sachen oder 25 Sachen? Kein Mensch, tatsächlich. Aber wurde denn auch rein optisch noch irgendwie, also Auspuff hast du von uns auch gesagt, aber noch was verändert, dass man, wie man das heute kennt, wir arbeiten bei Louis, wir verkaufen Zubehör, dass man da auch schon so drauf gespechtet hat? Ja, viele haben sich einen M-Lenker drauf gebaut, hatte ich zeitweise auch. Ich hatte auch an der KS 80 habe ich mir tatsächlich noch eine Vollverkleidung nochmal rangenagelt von Polybauer. Aber die habe ich wieder abgenommen. Das weiß ich nicht. Das war mir zu. Das fühlte sich an wie im Auto. Okay. Ja. Und die war auch relativ schwer. Ne? Heutzutage, da wiegt so ein Verkleidungsteil ja nichts mehr. Und das war noch richtig Polycarbonat und mit laminiert und hast du nicht und gefillert und da kommt richtig Gewicht zusammen. Die habe ich wieder weggenommen.
glaube, ich habe sogar von der Kfz die Verkleidung weggelassen nachher. Weil die hat ja so eine kleine Lampenverkleidung mit so einem leider eckigen Scheinwerfer. Der auch, aber der dann wiederum von Heller war. Ne? Also du hast so deutsche Hersteller hast du überall in den Dingern gefunden. Ne? Bing Vergaser, Gepäckträger und Fußrasten, glaube ich, waren von Denfeld. Da hast du immer mal wieder gesehen, dass noch deutsche Mitarbeiter. Ja. Ich finde es übrigens sinnvoll, dass sich ein Lampenhersteller auch heller und nicht dunkler genannt hat. Ne? Weil ansonsten gibt es ja keinen Sinn. Ja. Hast du denn Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise, sage ich jetzt mal, mit der Ossi-Variante? Außer, dass ich einmal für einen Bekannten, weil er krank war, eine MZ ITZ 250, hieß die, glaube ich. Allerdings Bundeswehrausführung irgendwie war das. In VA in dem Fall dann wahrscheinlich. Ja, Entschuldigung. Ja. die musste ich für ihn mal zum TÜV fahren. So, die läuft ganz geschmeidig, hat jetzt nicht, was hat die, 20 PS? Ich habe keinen Schimmer. Auf der Ecke. Ja, ganz gut. Oh ja, und eben diese Rennen, tam, ne? Also kann man sich mit anfreunden. Also bestimmt kein schlechtes Moped. Also ich bin heute drauf und dran zu sagen, hätte ich das Geld das, und auch den Platz, dass ich ein fahrtüchtiges Fahrzeug, also eine Simson, jetzt mal unabhängig welche, und so eine MZ gern irgendwie rumstehen haben wollte für, ich bin ja schon der, wenn er aufs Moped steigt, also ich rede jetzt vom richtigen Motorrad, sich dann auch anschmückt und mit also wirklich alles anzieht, wo ich hier eben sage, mein Gott, dann steige ich auch mal ein bisschen weniger streng gekleidet da drauf und genieße wirklich mal die Langsamkeit und sonstiges. Finde ich cool und wir sind ja auf dieses Thema im Endeffekt ja auch gebracht worden, weil auch irgendeiner unserer Zuhörer ja gesagt hat, dass das eben einen zunehmenden Kult erfährt, dass es dann eben auch wirkliche Zünder, Simson, was auch immer, Treffen gibt, teilweise in den Alpen und sonstiges, wo es dann richtige fette Ausfahrten gibt. Und solche Sachen kann ich heute ganz, ganz anders wahrnehmen und wertschätzen, weil ich einfach sage, hey, da haben, und das sind ja dann meistens, da haben die alten Männer nochmal Spaß oder sowas. Ja? Ich glaube, eine Sache ist bestimmt auch irgendwie geil, so ein Kleinkraftrad, 50 Kubik, meistens 6,25 PS, 85 km/h Geschwindigkeit laut Herstellangabe. Die musstest du quälen, wenn du vorwärts kommen wolltest. Ne? Also die musstest du wirklich mit so. Und ich glaube, das ist ja wie fast wie im Rennen, wo einfach volle Lotte. Ja. Wenn du heute ein Moped hast, was weiß ich, 100 PS hat oder so. Du kommst ja gar nicht dahin. Ne? Weißt du, was ich meine? Und das ist ein Gefühl, was du dabei hattest, weil du auch gemerkt hast, also das jetzt als Laie, sage ich mal, dass du dieses Ding wirklich an seine Grenzen bringst. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das das Feeling entsprechend mit ausmacht, weil du es heute nicht mehr so hast. Weil du kamst ja trotzdem schnell vor. Ja, klar. Und der Sound, glaube ich, der hat sich dann eben auch eingebrannt mit jedem Schaltvorgang und so. Ne? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das fand ich eben auch bei Zünder am geilsten, weil für mich klangen die am geilsten, weil sie relativ aggressiv klangen. Mhm. Die Sachs-Motoren, also was in Hercules, KTM und auch Starflight, was ja bei Taurus war, Starflight konnte, also es war aus, soweit ich das im Sinne von Batavus in den Niederlanden. Und weil hier aber die deutschen Hersteller so eine Marktmacht hatten, mussten sie mit einem günstigeren Preis ran, wollten sich aber die eigenen Leute nicht vergraulen, oder die eigenen Käufer, die Käufer im eigenen Lande, und haben dann hier die Dinge unter Starflight angeboten und die konntest du dann bei Otto-Versand. Wollte gerade sagen, Quelle-Versand, sowas gab es. Solche ne? Sachen. Ja. Du konntest auch, ich weiß nicht, ob es Otto war, der hatte, glaube ich, mal Java im Programm. Da gab es so einiges, was du auch Exoten teilweise. Ja, du konntest im Westen sozusagen auch bei einem der großen Versandhäuser konntest du auch MZs tatsächlich kaufen. Das gab es tatsächlich auch. Wow, hochinteressant. Ja. Ja. Schönes Thema. Ja, also nochmal zu den Sachs-Motoren. Die klangen mir immer zu mechanisch gruselig, als ob da einer noch ein paar Nägel drin irgendwie hat liegen lassen oder so. Die hatten so ganz komischen Sound. Puch fand ich auch sehr geil. Aber irgendwie gab es auch in der Nähe keinen Puchhändler, aber ich war ja sowieso schon längst Zünder-Freak. Maiko, die waren ganz schön flott, die Dinger, aber die haben designmäßig einfach sind die irgendwo stehen geblieben. Okay. Die sahen irgendwann oll aus.
Und KTM kam dann als erster, glaube ich, mit Scheibenbremse vorn und hinten. Das war natürlich. Und die waren auch ganz hübsch, die Dinger. Womit ich mich nie anfreunden konnte, obwohl die Motoren richtig gut sind, ist Kreidler. Weil das ist. So eine Kreidler ist aus so einem Pressblechrahmen. Mhm. Und dann aber auch technisch gesehen gar nicht verkehrt. Aber ein liegender Zylinder. Ach, das hast du schon mal gesagt, ja. Ja. Und dahinter zwei riesen Blechdeckel wieder und dann alles irgendwie aerodynamisch und ja, zu gestalten. Hm? So, das war nie meins. Nachbar hatte so ein Ding, die lief wie die Feuerwehr. Aber ich mochte die nicht leiden. Ja, wen haben wir noch? Also mal ganz kurz zwischendurch, ihr dürft gerne bei den Kommentaren dann natürlich auch mal eure Erfahrungen mitteilen. Was hattet ihr so und warum fandet ihr es geil? Ne? Ich kriege wahrscheinlich wegen Kreidler noch Morddrohungen oder so. Ah, nein, das nur weiß Gott nicht. Kawasaki hat sich ja auch irgendwann noch versucht. Mit 80ern, mit AR80 und AE80. Okay. Aber das war nichts. Ich glaube, davon haben wir so gut wie keine verkauft. Die sahen spillig aus, die hatten nicht genug Dampf. Nee. Okay. Nee. Ja, und lustigerweise, Zündapp ist ja auch pleite gegangen, was nicht lustig war. Aber irgendwann wurden die ganzen Fertigungsanlagen nach China verkauft. Mhm. Und Stefan Louis hat da irgendwann von Wind bekommen, dass da die Produktion wohl wieder anläuft und hat sich tatsächlich, also hat eine Zündapp, Achtung, K80. Nicht KS80, ne, sondern eine K80, das war so eine abgespeckte. Mhm. Haben wir dann praktisch importiert. Wo haben wir uns das mal angeguckt, ob man die vielleicht sogar entweder in den Markt bringen könnte. Das haben wir dann aber ganz schnell gelassen. War nicht gut. Sah vom Weiten so aus wie eine K80. Mhm. Aber wenn du rangegangen bist, dann so grobschlächtig. Also, wäre heute wahrscheinlich anders, wenn die das heute sind die wahrscheinlich besser als zu einer Bessie selbst gemacht. Ja, richtig. Okay. Wenn du jetzt nochmal so ein Fahrzeug haben könntest, dann wahrscheinlich die Zündapp von früher, oder? Ich bin gar nicht so sicher. Weil so mit diesem riesen Abschnitt, natürlich, weil ich es damals hatte, wäre es jetzt auch schick, wieder so eins zu haben. Aber ich könnte mir auch, so also eine Puch Monster fand ich auch sehr geil. Von Fantic gab es mal eine 50er, die war richtig hübsch. Aber die hast du nirgends gesehen, weil die hatten ja keine Hinternetz oder irgendwas. Die fand ich auch klasse. Ja, sonst. Ja, so eine RD80, weil sie eben viel erwachsen, aber ich will ja jetzt dann das Kleine wieder. Ja. Ne? Da ist schon wieder ein Zwiespalt. Also ich denke mal, ich würde sogar eher eine KS50 als eine KS80 nehmen. Wenn du sowas wieder besitzen solltest, sag uns Bescheid, dass wir beim Eintreffen hier, wenn du hier zum Podcast fährst, dann das würde ich einmal filmen können, damit die Jungs das hier nicht machen. Die nehme ich dann im Treppenhaus oder hoch. Genau, ja. Das schaffst du ja jetzt schon alleine nicht. Also das glaube ich nun nicht. Ja, cool. Also tatsächlich, teilt uns eure Erfahrungen mal mit und natürlich auch an alle, in Anführungszeichen, Ossis da draußen. Was habt ihr denn so mit Simson und ja und Co. an Erfahrungen gemacht? Ich kann noch eine Sache sagen. Bei mir im Ort, wo ich aufwuchs, gab es einen Simson-Händler. Harry Windisch hieß er leider. Lebt dieser Mann nicht mehr und der hat bis ins hohe Alter dort diesen Laden gehabt und was ich daran wiederum geil fand, der hat auch Fahrräder verkauft zwischendurch mal. Da hatte ich nämlich dann meins her, als ich Jugendlicher war und du hast immer wieder... Ich dachte, ihr hattet nichts. Nee, das war auch schon nach der Wende dann eben tatsächlich. Und dann fuhr irgendein Jugendlicher, weil nun mal diese Maschinen, also diese Simsons so präsent dann eben auch waren, weil sie einem auch nachgeschmissen wurden, da in der Scheune gefunden wurden, dann hatte ich, weißt du was, Kasten Bier, keine Ahnung was, her damit, zack. Ja. Und wenn sie liefen, liefen sie halt auch. Und dann fuhr da einer vor, während ich da gerade mit meinem Fahrrad bei ihm irgendwie zu Gange war. Und dann sagt er nur, ja, hier bei meiner, und das war eine Schwalbe damals, weiß ich noch, da passiert immer Folgendes, ne? Und wenn ich dann zu viel und dann geht die aus und dieses und jenes, dann hast du nur gesehen, wie es ganz kurz rattert bei ihm. Und dann hat er gesagt, so, mach mal so und so und so und so und zack, war wieder alles gut. Der war
ein wandelndes Lexikon, wenn es um Simson und zwar um jedes einzelne Modell da ging. Ich weiß auch, dass der hatte in diesem Showroom, wenn man das so nennen kann, so war glaube ich eine alte Garage oder sowas, ne? Da standen Maschinen rum. Ohne Ende. Und ich glaube, es ging auch mal darum, gab das Gerücht, dass man ihm geboten hat, wie schaut es denn aus, verkaufen Sie das hier einmal, ne? für den und den Kurs, also auch wirklich fett. Nee, also meine ich. Und leider gibt es den Menschen nicht mehr und das war wirklich so eine Ikone, kann ich einfach nur sagen. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch da draußen den und weiß er auch, in welcher Gegend ich irgendwo unterwegs war. Genau. Ja, was ja auch noch entstanden ist, gibt es aber jetzt auch schon Jahre, sind nicht nur so diese reinen Treffen von diesen 50ern oder was weiß ich, sondern was weiß ich, 24 Stunden Mofa-Rennen und solche Sachen. Ja, richtig. Ich habe mal ein 6-Stunden Mofa-Rennen mir bei Lüneburg auf der Ecke angeguckt, das war total witzig. Aber das ist ja so, wenn Mofas ein 6-Stunden-Rennen fahren, dauert das ja 8 Stunden, ne? Wegen der Geschwindigkeit. Nee, das ist egal, glaube ich. Ne? Du, ich habe mir eine neue Sportuhr gekauft. Ja. Ich schaff die Minute in 57 Sekunden. Genau das. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Aber da musst du mit dem Lärm natürlich klarkommen wahrscheinlich. Da war aber also für viele Rennteams das Programm ganz einfach, schaffen wir es nach 6 Stunden noch irgendwie mit dem Mofa über den Eingang zu fahren. Ne? Weißt du? Also vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Empfehlung da draußen von irgendwie solchen Treffen, Rennen oder was auch immer. Ja, schreibt die bloß rein. Ja, unbedingt. Na? Vielleicht ist ja was in der Gegend, wo wir auch mal hinfahren können. Ja. Das wäre schon cool. Ja. Sehr geil. Jo. Ja. Ja, und gleich muss ich los mit Zündapp kaufen. Das hört sich vernünftig an. Das heißt, ich frage einmal hinter die Kamera, wie viele Minuten haben wir denn bisher schon? 42. Dann können wir an dieser Stelle das Thema auch tatsächlich beenden. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Urlaub vergessen hast, aber es gibt das hier noch. Ne? Ja, ich habe es schon gesehen. Apropos Urlaub noch mal ganz kurz zurück. Hast du denn da auch, sind da Motorräder unterwegs? Da fahren tatsächlich Leute mit dem Motorrad auf der Insel rum, ja. Und zwar in voller Montur, habe ich viele gesehen. Ja. Im kompletten Ruckeranzug mit Calimero-Helm und ja, da. Geil. Oh mein Gott. Ja, aber du warst ja nicht zum Arbeiten da, hast das ignoriert, fertig. Ich schaffe nicht mehr, die Box aufzumachen. Doch, hier jetzt. So. Es wird dünn. Mensch. Hab ich jetzt 2 oder 3? Jetzt passt es, glaube ich. Ja. Oha, habe ich irgendeine lange Frage erwischt. Schießen los. Geht an dich natürlich zuerst. Was ist das Netteste, was du je für einen Freund gemacht hast? Habe ich eine halbe Stunde Zeit nachzudenken? Jetzt ganz spontan. Man hat sich früher so viel geholfen mit Umzügen, mit was weiß ich nicht. Danke für dieses Beispiel. Wohnung sanieren, Autos heil machen, was weiß ich nicht alles. Vielleicht gab es da nochmal ein Highlight, aber das fällt mir im Moment nicht ein. Da würde ich auch eher dann nachdenken, das wird dann eher auf einer Ebene sein, wenn einer wirklich Hilfe braucht, weil es ihm schlecht geht, sei es seelisch oder körperlich. Und da ist auch einiges gewesen, aber diese Dinge, die verdränge ich eher. Kann ich nachvollziehen. Du hast gerade das Beispiel Umzüge genannt und beim letzten Mal saß Dieter hier. Ich weiß nicht, wie viele Umzüge ich ihm nicht nur geholfen, sondern auch gefahren habe. Ach. Und auch allein mit ihm, weil es gar nicht anders ging und über viele, viele hunderte von Kilometern. Ich will nicht sagen, dass das Netteste war, aber ich habe keinen Bock mehr auf Umziehen. Das steht jetzt definitiv fest. Und wenn ich die Frage jetzt so lese, sage ich mir... Ich mag auch keine Wohnungen mehr sanieren. Ja, oh, ganz schlimm. Ja. Am Ende sage ich mir, vielleicht tue ich ja noch was Netteres demnächst. Und also Fakt ist, kann man ja immer noch machen. Wow. Kann noch ein bisschen was kommen. Vor welchem Tier ekelst du dich? Bah, ekeln. Ich muss nicht unbedingt einen Regenwurm haben. Ich ekel mich nicht wirklich davor, aber ich bin auch kein Fan davon, den wie meine Tochter aus der Erde zu ziehen, anzufassen, brauche ich nicht. Das ist doch nun echt nichts Schlimmes. Ja, weiß ich. Das weiß ich sogar. Was machst du, wenn deine Tochter mit einem Wattwurm ankommt? Kann ich nicht sagen, aber weglaufen? Nein, es ist auch nicht so, genau, es ist nicht der Ekel, der mich dann hysterisch weglaufen lässt. Es ist nur nein und ich möchte jetzt fast behaupten, ohne Scheiß,
dass ich in meinem Leben noch keinen Regenwurm angefasst habe, weil er mich schon immer, ernsthaft, weil er mich schon immer abgestoßen hat. Also nicht so geekelt, dass ich wirklich angewidert weglaufe oder... Irgendwie früher gegessen? Ja, weiß ich. Mit Sicherheit. So Wette verloren und so. Ja, genau. Nee. Ja. Regenwurm. Sorry. Das war auch nicht schön, aber das war fast eklig. Weil es tat einem auch der Wurm irgendwie leid. Ja, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum du so bist, wie du bist. Ja, du weißt ja, wer Würmer hat, ist nie allein. Ja, das Wurm. Ja, 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 das, okay. Also mir würde nur einfallen, ich wohne ja jetzt schon gute 20 Jahre eher ländlich und da lernst du einiges noch kennen, was so kreucht und fleucht und auch die Vielfalt der Insekten, die in irgendwelchen so Zwischenräumen auch hausen. Ja, ja, ja. Und als ich meine Bude gekauft habe, da liefen Spinnen in dem Haus rum, da konntest du Gulasch von kochen. Also da musste ich mich, es ging aber schnell, da habe ich mich irgendwann dran gewöhnt. Ich glaube, das Einzige, was ich immer wieder eklig finde, ist, wenn man hier von Galapagos oder was, so ein sabbernden Varan, ich den sehe und wenn ein Varan dich beißt, so wurde es berichtet, dann musst du aber ganz schnell zum Arzt, weil der hat so viel Dreck im Maul und Bakterien und hast du nicht. Die Bisswunde wird dich nicht unter Umständen nicht umbringen, aber das, was er dir gerade so. Das heißt es übrigens von Menschenbissen auch, weil Menschen tatsächlich auch so viele Bakterien im Mund spazieren tragen. Dass ab sofort ist mir vor mir selbst eklig. Jawohl, wenn du das nächste Mal auf die Zunge beißt, gleich mal spülen gehen. Boah, ja. Geil. Das ist geil. Was ist dein, Achtung, gefühltes Alter, körperlich und geistig? Das ist äquivalent. Körperlich von bis. Also manchmal, gerade wenn man doch wieder mehr gemacht hat, als es der Rücken verträgt, dann fühle ich mich auch wie 80. Andererseits im Kopf bin ich immer noch nicht, hoffe ich, noch immer nicht ganz erwachsen. Bist du nicht, gebe ich dir die Bestätigung. Ja. Aber habe trotzdem, deswegen sage ich, es ist äquivalent, eine ganz gute Lebenserfahrung und auch das eine oder andere gelernt im Leben. Also wenn du jetzt sagst, willst du nochmal von vorne anfangen, dann würde ich sagen, oh nee, nicht, einige Zeit will ich nicht unbedingt nochmal. Also das passt schon. Und wenn dann vielleicht, das ist immer mein Gedanke, mit dem Wissen von jetzt, das wäre nicht ganz doof. Wenn das gehen würde. Das in der ersten Klasse? So? Vielleicht auch später dann, im jugendlichen Alter. Wo man dann weil dann ist Sonderschule angesagt. Und du? Ja, bei mir ist es ja so, heute ist ja Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt. Mhm. Wir haben ja hier schon mal zugegeben, wir zeichnen den ja ein bisschen früher auf. Mhm. Das heißt morgen, tatsächlich morgen, nicht Samstag, sondern morgen am Tag der Aufnahme, morgen habe ich Geburtstag. Und da wäre ich 45. Und dann kann ich sagen, körperlich fühle ich mich so. Also nicht schlimm, ich denke, man ist mit 45 so körperlich drauf, also man könnte mit Sicherheit trainierter sein, als ich es bin, aber ich fühle mich nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Und geistig, ähnlich wie bei dir, dass ich sage, ja, ich habe wenigstens auch schon ein bisschen was gelernt in diesem Leben und lerne jetzt in den letzten Jahren extrem viel dazu, aber ich bin auch noch wahnsinnig kindisch und das, also ich bin jetzt mal so zwischen 20 und 30, so also kopfmäßig, vielleicht noch nicht ganz an 30 dran, das will ich mir behalten. Ich will auch mit 80 schmutzige Witze machen und solche Geschichten, ne? Da wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ja, das kann auch sein. Ne? Oder ich scheiß mir immer aus dem Seniorenstift rausgeworfen. Und ich scheiße mir immer weniger drum, das ist auch gut. Nein, aber das ist wirklich so ein Gespräch, wie mit dir bei diesem Podcast führen zu können. Wo du eben gerade sagst, du hast auch eine geistige Reife, du hast Lebenserfahrung und trotzdem können wir hier Sprüche rauslassen und auf eine Art und Weise miteinander reden, wie es wahrscheinlich auch viele da draußen tun und uns deswegen mögen, wie es aber anderen auch nicht gelingt. Und das möchte ich mir auf jeden Fall behalten. Ja. Amen. So, was hast du noch? Ja. Was habe ich noch? Auf welche Spielzeuge warst du als Kind neidisch? Sag mal, Spielzeugpistole. Die mein Kumpel hatte. Mhm. Also, weil da ist was rausgekommen. Das war eine echte. Die sah erstmal geil aus. Also. Die sah erstmal richtig, richtig gut aus. War allerdings auch nach der Wende, wo es dann
Dinge gab, über die man sich so freut. Ihr hattet ja nichts. Ja, es war auch alles schwarz-weiß damals. Ne? Genau. Mit der Wende war dann alles plötzlich bunt. Mhm. Und da hat er sich irgendwo in diesem Spielzeugladen so eine richtig fette Knarre geholt und irgendeine Magnum, keine Ahnung was. Und das Ding sah einfach nur geil aus. Neid ist mir normalerweise fremd, muss ich wirklich sagen. Also wirklich. Und da denke ich aber, wenn ich jetzt so zurückdenke, die wollte ich damals auch. Ich glaube, ich war vielleicht aus dem Grunde nicht neidisch auf Spielzeuge von anderen, weil ich immer das hatte, was ich haben wollte. Ja, cool. Na, da gab es mal kleine Nuancen, dass es doch nicht das Cat Car geworden ist, was ich mir gewünscht habe, sondern eine Nummer drunter, also nicht der mit Luftreifen und Gangschaltung und so. Aber Neid? Nee. Puh. Also heute habe ich es auch nicht mehr. Das war, glaube ich, das einzige Mal. Ja. Jo, so, Kai war zurück. Kai muss jetzt wieder ins Bett und nochmal ein bisschen Sonne aus sich raustanken, die er noch in sich trägt. Ja, genau, ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Genau, alles klar, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, macht's gut. Mal. Tschüss. Bis dann. There's a reason.